Geschätzter Herr Obmann, liebe Südmeererinnen und Südmeerer, geschätzte Fest- und Ehrengäste. Der Herr Pfarrer hat eindrucksvoll davon gesprochen, wie er vor 14 Tagen zum ersten Mal diesen Blick genießen durfte. Und jetzt habe ich ja das Privileg, hier zu stehen und ähnlich wie er über Sie in das weite Land hineinblicken zu können und zu sehen, wie fruchtbar dieses Land ist und wie es über Jahrtausende Menschen hervorragend ernähren konnte und es Menschen hervorragend gestaltet haben. Und er hat davon gesprochen, dass er keine Grenze sehen konnte, weil derzeit eben keine Grenze sichtbar ist und weil man weder von der Natur noch von den Häusern noch von der Topografie her hier irgendwo einen Unterschied feststellen könnte. Und er hat gleichzeitig davon gesprochen, dass man auch das genießen soll. Und ich sehe das auch so, denn immer dann, wenn es in diesem Raum keine Grenze gab, dann ging es den Menschen bedeutend besser als in den Jahren, wo Grenzen gezogen wurden. Und das könnte man jetzt über Jahrtausende betrachten. Und gerade hier war ja immer ein Grenzraum, wenn wir um 1000 herum an das Mährische Großreich denken und dann wie die Babenberger primär mit Bayern und Franken diese Region besiedelt haben, hier überall die Grenzburgen heute noch, gerade im Waldviertel und so weiter, sichtbar sind, natürlich auch zu den Ungarn hinunter. Und gerade dieser Raum, dies und jenseits der Deier, von deutschen Siedlerinnen und Siedlern urbar gemacht wurde und über tausende Jahre hier genützt worden ist und hier eben zur Heimat wurde. Und wenn man noch einmal zurückdenkt an 38, so weiß man, dass in den südmährischen Bezirken ca. 220.000 Menschen gelebt haben, 75% davon Deutsche, die sich auch so gesehen haben, die auch diese Kultur gelebt haben und die dann nach 45 mit all dem Leid, von dem wir heute wissen, vertrieben worden sind. Ich bin daher sehr dankbar, dass es dieses Südmeerer-Treffen gibt und sehe mich insofern wirklich als ein wahrer Freund der Südmeerer, weil wir zum einen ja die gemeinsame Geschichte haben und es auch dann diesem Raum immer gut ging und so gesehen ist dieser Begriff Nordniederösterreich auch ein wahrer, weil ja hier hin und her geheiratet worden ist. Es waren ja hier und dort genau die gleichen Menschen, es waren einfach Zufälle, wo wer dann gewohnt hat, sehr oft. Es war natürlich oft die Liebe ausschlaggebend, ob jemand in Trassenhof oder in Nikolsburg gelebt hat. Es war ja so, dass, ich bin ja Polsdorfer, dass unsere Großeltern hier in Nikolsburg das Gymnasium besucht haben, falls sie eines besucht haben. Und dass wir natürlich auch wirtschaftlich engste Verflechtungen hatten und es eben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Gegenwart, aber dann eben keine gemeinsame Zukunft in der gleichen Voraussetzung, sondern eben diesen Bruch und diesen eisernen Vorhang, der diese Grenze dann zwischen 45 und 89 getrennt hat, gemeinsam auch erleiden mussten, denn ihr hattet das weit größere Leid zu ertragen, weil ihr vertrieben wurdet, de facto mit nichts in der Hand. Aber auch unsere Region hat dadurch keinen Vorteil gezogen, weil eben dieser eiserne Vorhang dazu geführt hat, auch das nur mit einer Zahl dargestellt, dass zum Beispiel meine Heimatgemeinde Polsdorf von 51, war die erste Volkszählung nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 91, wenn man diese 40 Jahre betrachtet, 38,4% der Bevölkerung verloren hat, weil die Menschen weggezogen sind, weil es hier kaum Zukunft gab. Der eiserne Vorhang hat bedeutet, dass es in diesem Raum keine wirtschaftliche Verflechtung gab und dass, mein Vater hat einmal gesagt, man muss Angst haben, wenn ein Kind maturiert, denn wenn es Matura hat, dann ist es weggezogen, weil es hier keine Jobs für diese Menschen gab. Und ich bin Jahrgang 1960, so ziemlich die erste Generation, weil dann Schnellbahn nach Misselbach kam, weil die Verkehrsinfrastruktur sich verbessert hat. Autobahn wird erst heuer fertig, hat weit länger gedauert, weil dann diese Verkehrsinfrastruktur dazu geführt hat, dass man das Pendeln auf sich nehmen konnte und damit dieser Raum wieder mehr Bedeutung erhalten hat und dann mit der Grenzöffnung heute Gott sei Dank wieder im Herzen Europas angekommen ist. Aber diese Grenze, ich sage, auch wenn sie jetzt faktisch nicht sichtbar ist, trotzdem im Kleinen immer noch spürbar ist. Ich sage es auch sehr offen. Ich habe erst gestern wieder eine Veranstaltung gemeinsam
erlebt, weil wir einen Touristbus im Vorjahr eingeführt haben, der die südmährischen und die Dreiländereck-Tourismusziele dreimal am Tag an den Wochenenden im Sommer anfährt. Im Vorjahr haben wir 2145 Fahrkarten verkauft, weil das dazu führen soll, dass die touristischen Einrichtungen dieser Region gemeinsam auch vermarktet werden. Und ich bin davon überzeugt, dass der in Zukunft noch weit besser genutzt werden wird, weil sich solche Einrichtungen erst auch herumsprechen müssen. Wir wissen auch vom öffentlichen Verkehr, dass er meistens erst im dritten Jahr richtig angenommen wird, wenn man eine neue Buslinie einführt, weil dann glaubt Leute wirklich, dass der fährt. Und so wird es uns auch mit diesem Touristbus gehen. Aber meine Erfahrung war, ich bin mit dem Kreisobmann Stellvertreter Hanak, der für den öffentlichen Verkehr in Südmähren zuständig ist, gefahren und wir brauchten einen Dolmetsch. Denn ich kann nicht Tschechisch, er kann nicht Deutsch, Englisch ist bei ihm jetzt da nicht so ausreichend gegeben gewesen. Und dann merkt man schon mal diese Barriere der Sprache, die diese Grenze immer noch hier spürbar macht. Wir merken auch, dass wir natürlich wirtschaftliche Verflechtungen haben. Gott sei Dank ist es so, dass mittlerweile ungefähr ein Drittel unseres Weines in dieser Region nach Tschechien und nach Polen geht. Aber trotzdem sind es eher die Großkonzerne, Geber und Griller, die dieses grenzüberschreitende Wirtschaft nützen. In der Masse ist es noch nicht gegeben. Und so gesehen braucht es noch viele gemeinsame Schritte, um das zu gestalten. Und um diese gemeinsamen Schritte zu setzen, braucht es aber auch ein gemeinsames Verständnis der Geschichte. Und daher bin ich sehr dankbar, dass ihr euch hier weiter trefft, weil das einerseits zeigt, dass es eben diese gemeinsame Geschichte gibt, wir die aber auch gleichermaßen bewerten müssen. Und der zweite Grund, warum ich dankbar bin, dass ihr euch hier trefft, ist eben der, weil ihr ein Beispiel seid für all jene, die so viel Leid wie ihr erleiden mussten und trotzdem gesagt haben, Recht, nicht Rache. Recht, das uns zusteht, Recht, das uns gebührt, Anerkennung dafür, dass die Taten, die damals gesetzt wurden, kriminelle Taten waren, aber keine Rache mehr, weil das auch keinen Sinn machen würde, weil wir dieses Europa gemeinsam errichten müssen und gemeinsam daran arbeiten müssen, dass es dieses Europa auch in Zukunft im Frieden gibt. Und auch so gesehen ist es ein dritter Grund, wie wichtig es ist, dass ihr euch hier trefft, weil ihr, so wie der Kreuzberg hier, seit 1963, denn da wurde Kreuz und Denkmal eingesegnet und damit gibt es seit 1963 diese Treffen hier am Kreuzberg, um in die alte Heimat Südmeerens zu blicken, auch ein Beispiel sein soll, dass vieles von dem, was uns heute Sorgen macht, Trump, der lauthals brüllt, America first, und damit gar nicht so sehr die Menschen, sondern oft nur Konsumartikel meint, und jeder von uns weiß, dass ein Abschotten immer dazu führt, dass Nationalismen gestärkt werden und damit auch Hass in der letzten Konsequenz in ein Volk hineinkommt. Brexit, das ähnliche Entwicklungen natürlich ausgelöst hat, obwohl es ähnliche Überlegungen bei vielen Menschen gab, die hier so entschieden haben in Großbritannien. Und vieles andere, was uns derzeit in Europa Sorgen machen muss, die erkennen sollten, dass all das, was es hier so an Bestrebungen gibt, eben in letzter Konsequenz zu dem führen kann, was wir erleben mussten. Und so gesehen ist dieses Recht nicht Rache, trotzdem natürlich auch an die Tschechen gerichtet, weil es auch hier noch weitere rechtliche Schritte braucht, um eben die Benisch-Dekrete abzuerkennen, ihnen auch klar die politische Bedeutung zuzumessen, die sie haben, nämlich dass sie Unrecht im Nachhinein sanktioniert haben, nach rein tschechischem Recht. Und es gibt hier viele Beispiele mittlerweile, gerade auch in der Bevölkerung, die das auch so sehen. Ich denke vor allem auch an den Brünner Bürgermeister vor 2 Jahren, der diesen Marsch von Roelitsche nach Brünner nachgestellt hat, um damit auch zu zeigen, Porlitz-Brünn, was ist damals geschehen. Und ich denke daran, dass es hier auch dieses gemeinsame Geschichtsbuch braucht für diese beiden Länder, Österreich und Tschechien, um das auch gemeinsam, und zwar in der richtigen Form der geschichtlichen Wahrhaftigkeit, einzuordnen. Es gibt hier gerade auch bei der Euregio viele Bemühungen in diese Richtung und auch viele Gespräche in diese Richtung, die, denke ich, auch zu einem erfolgreichen Ergebnis führen werden. Aber dass es kein leichter Prozess war, merkt man daran, dass wir eben nun schon viele Jahrzehnte daran arbeiten und so gesehen noch viele Schritte setzen müssen, um diese Ehrlichkeit einerseits, aber auch diese wahre Einordnung in die Geschichte gemeinsam erreichen zu können. Und so gesehen seid ihr ein hervorragendes Beispiel dafür,
dass es zwar dieses Unrecht gab, ihr auch dieses Unrecht bekämpft, aber gleichzeitig die Hand zur Versöhnung reicht, um eben Gegenwart und Zukunft gemeinsam erfolgreich bewältigen zu können. Und das ist natürlich auch für uns in dieser Region und aus dem Grund auch ein wahrer Freund der Südmörer so wichtig, weil es eben eine erfolgreiche Gegenwart und Zukunft nur gemeinsam geben kann. Ich auch versucht habe darzulegen, wie die Situation hier zwischen 1945 und 1989 war. Und wir daher uns bemühen in vielen gemeinsamen Schritten. Der Tourismus war nur ein Beispiel, aber ich denke hier an die Neuregio Weinviertel Südmeer und Westslowakei. Ich denke hier an viele Zentrop-Veranstaltungen. Ich denke hier an viele Bemühungen der Österreich-Tschechische Kleinprojektefonds, gemeinsam daran zu arbeiten, Projekte gemeinsam umzusetzen, gemeinsam zu gestalten und damit auch dieses Verständnis gemeinsam besser zu erreichen, weil wir ja gerade kulturell natürlich sehr ähnlich sind. Erhard Busig hat das einmal so treffend gesagt, er hat damals gesagt, uns ist ein Josef Schweg weit verständlicher als ein Theodor Storm. Und das wissen wir auch, dass das natürlich von der Kultur her völlig andere Situationen sind, wie weit wir den Tschechen sind, in unserer, sage ich mal, in unseren Charaktereigenschaften, ist politisch sogar bewusst so jetzt da, als vielleicht den Norddeutschen. In der Art, wie wir leben, in der Art, wie wir gemütlich sind, in der Art, wie wir hier gemeinsam auch versuchen, das, was uns wichtig ist, gemeinsam umzusetzen. Und genau aus dem Grund wäre es angebracht, dass die Tschechen nun endlich auch hier klar Schiff machen mit ihrer Vergangenheit und klar zum Ausdruck bringen, dass diese Fehler damals passiert sind, Fehler, die vielen Menschen den Tod gebracht haben und Tausenden sehr viel Leid verursacht haben. Und so gesehen ist es einfach wichtig, sich hier zu treffen, weiter klar diesen Anspruch zu stellen, weiterhin klar der Wahrheit das Wort zu geben und gleichzeitig eben auch die Hand zu reichen. Daher danke für diese jährlichen Treffen. Danke, dass es eure Landsmannschaften gibt, die diese Traditionen wahren, die klar machen, woher ihr kommt, was euch wichtig ist, was eure Inhalte sind, um damit erfolgreich für die Zukunft Boden aufzubereiten, der trotzdem Verständnis zeigt und der trotzdem dieses gemeinsame Europa in den Mittelpunkt rückt. Daher danke, alles Gute und Glück auf in allen euren Bestrebungen.